Eigentlich musste man davon ausgehen, dass der heutige Handelstag nicht allzu viel Spannung bieten würde, weil Thanksgiving in den USA, die US-Märkte geschlossen, gleichwohl die Futures laufen noch und sie bewegen sich, denn es kommt doch ein bisschen Spannung auf, überraschenderweise, weil Donald Trump gestern nach Marktschluss die sogenannte Hongkong-Bill unterschrieben hat und das verkompliziert natürlich die Verhandlungen, die ja so ganz kurz vor einem Deal waren, wie wir nach ungefähr 8733 Varianten gehört haben. Nur ist der Deal bisher immer noch nicht da, seltsamerweise, obwohl er wie kein anderes in der Weltgeschichte angekündigt worden ist. Das ist bestimmt Guinness Buch der Rekorde reif, was da passiert. Der meist angekündigte Deal, der dann vielleicht gar nicht kommt, das wäre natürlich auch ein Treppenwitz der Geschichte. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was Donald Trump hier dann gesagt hat, und das ist ziemlich sprechend, ich habe diese Bills unterschrieben im Respekt oder aufgrund des Respekts für Präsident Xi China, der wird sich freuen über diesen Respekt, und die Leute von Hongkong, die Menschen von Hongkong. Ich habe diesen Akt, diese Bill praktisch jetzt unterschrieben, damit die Führer von China und Hongkong will praktisch in der Lage sind, diese Differenzen beizulegen, etc. etc. Also das ist so windelweich gespielt, dass es windelweicher schon gar nicht mehr geht. Klar, Donald ist in einer Zwangslage. Auf der einen Seite hat jeder der US-Vertreter, die gewählt wurden im Senat, im Abgeordnetenhaus, bis auf eine Ausnahme, ein Senator aus Kentucky, der wohl fürchtet, da dass Landwirtschaftsprodukte aus seiner Region nicht mehr nach China verkauft werden können. Bis auf einer haben also alle gewählten Volksvertreter das unterschrieben, konnte Donald Trump nicht anders, das ist völlig klar. Nun ist es aber so, dass er die chinesische Seite nicht verärgern will und Menschenrechte, das ist jetzt nicht so das Thema von Donald Trump, deswegen diese etwas verschwurbelte Formulierung. Aber China reagiert, wir sehen hier zum Beispiel bestellt das Außenministerium den amerikanischen Botschafter ein in Peking und sagte, das ist Einmischung in die inneren Angelegenheiten, das ist sozusagen das Kernthema für die Chinesen, das ist unsere Sache, das geht euch nichts an, auch hier mit den Uiguren, diese Story hat Pompeo gestern nochmal scharf nach vorne gebracht, da hat man sich auch jede Einmischung verbeten seitens Pekings, also wir sehen, das ist sozusagen genau jetzt wieder der Konflikt. Wir haben eine scharfe Äußerung des Vizeaußenministers aus China, der gesagt hat, die USA tragen jetzt die Verantwortungen für all die Konsequenzen. Wir werden starke Gegenmaßnahmen ergreifen. Wie sehen die aus? Das ist die Frage. Und werden sie letztendlich dazu führen, dass hier möglicherweise diese Handelsgespräche kollabieren? Wir haben hier ein Statement der chinesischen Botschaft in den USA, die das auch ganz stark verurteilen. Hier dieser sogenannte Hong Kong Human Rights and Democracy Act, Severe Interference in Hong Kong und so weiter und so fort. Man könnte das beliebig fortsetzen. Was werden die Märkte daraus machen? Das ist die Frage. Wird man da ein bisschen, unsicher werden? Hier ist zum Beispiel ja auch die Frage schon aufgeworfen, wird das die Handelsgespräche negativ beeinflussen? Das ist eben jetzt genau das Thema, um das es geht. Schauen wir uns mal die Märkte gestern an in den USA. Natürlich wieder neue Allzeithochs. Wie könnte es anders sein? Da hat der Optimismus in Sachen Handelsdeal noch fortgewirkt. Da wirkt fort, dass man meinte, man hätte den absoluten Fettput hinter dem Hintern oder unter dem Hintern. Hier sehen wir aber die Zinskurve in den USA und das ist etwas, was erstaunlich ist. Die Fed hat ja vor allem jetzt kurzlaufende Staatsanleihen gekauft, die sogenannten Treasury Bills, um praktisch damit dann auch deren Renditen nach unten zu bringen, damit dann eine größere Differenz zwischen kurzlaufenden Anleihen bei der Rendite und länger laufenden Anleihen bei der Rendite entsteht. Man will also die Zinskurve versteilen eigentlich. Das ist auch gelungen, die hat sich versteilt, aber jetzt sind wir ganz deutlich auf dem Weg nach unten. Hier sehen wir den Spread zwischen den 2- und den 30-jährigen US-Staatsanleihen. Und die USA haben übrigens in dieser Woche wieder weit über 100 Milliarden Dollar an Staatsanleihen emittiert. Gestern eine 7-jährige Anleihe mit starker ausländischer Nachfrage, by the way. Wir sehen aber auf jeden Fall, dass hier das, was die Fed eigentlich erreichen will, Versteigerung der Zinskurve, das gelang am Anfang aber jetzt eben nicht mehr. Wir haben Interessantes zum Euro.
Da ist die Volatilität zum US-Dollar so gering wie noch nie in der Geschichte. Wir sind jetzt auf den absoluten Tiefpunkten. Wir waren 2014 mal auf ähnlichen Niveaus. Jetzt sind wir noch knapp drunter. Wir waren 2007 auf ähnlichen Niveaus, was die Volatilität betrifft. Aber das sind schon extreme Märkte in jeder Hinsicht. Das ist sozusagen in jedem Parameter eigentlich auf Anschlag. Schauen wir mal, was jetzt die Kurse daraus machen. Die Charts, meine Damen und Herren. Von wem waren die nochmal? Ich werde es am Ende des Videos vielleicht nochmal wissen. Wir sehen hier 28.093 den Dow Jones. Wir haben den Nasdaq 100 jetzt auch ein bisschen tiefer. Wir sehen hier diese rote Kerze, als eben die Unterschrift von Donald kam. Wir sehen den S&P, der schon bei 3.156 war, jetzt 10 Pünktchen tiefer. Das ist noch nicht viel, aber was macht der DAX heute ohne die Aufsicht der Amerikaner? Futures laufen, wie gesagt, noch eine Zeit lang, aber es ist natürlich dünner. Der Index aktuell 13.255. Wir sehen, dass der Euro sich hält an der 1,10er-Marke. Gold, das hantiert etwas höher, 1457, und das amerikanische Crude Oil schwächer, 57,76 $, nach doch deutlicher gestiegenen Lagerbeständen. Also US-Feiertag heute. Was wird China noch sagen heute? Da ist normalerweise noch die Pressekonferenz des Handelsministeriums, da ist normalerweise noch zu erwarten, was das Außenministerium sagt. Wie stark wird das jetzt diese Beziehungen belasten? Oder ist das sozusagen nur ein vorübergehendes Intermezzo? Trump hat klar gemacht, ich will euch nicht wehtun. Who cares? Menschenrechte in Hongkong, das ist nicht mein Thema. Das ist nicht Donald Trump. Der will für die Amerikaner ein guter Präsident sein und endlich die Chinesen mal richtig zeigen, dass hier Zölle zu bezahlen sind und man sich die Jobs nicht klauen lässt, was die Chinesen ja böse gemacht haben. In den letzten Jahrhunderten, meine Damen und Herren, haben die Chinesen ja jede Menge Jobs geklaut. Die armen Amerikaner. Ich wünsche einen wunderbaren Tag heute, meine Damen und Herren, und sag Servus und...